Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Equestria The Game. Und oh mein Gott, schaut euch einfach mal diese Pferde an. Ich habe tatsächlich alle Pferde verkauft, damit ich direkt in die höchste Kategorie gehen konnte. Und Alter, schaut euch diese Pferde an dadurch. Einfach mal 700. Und Patrick, hier haben wir direkt geholt, hat 705. Denn ich habe mir gedacht, es macht ja jetzt gar keinen Sinn, wenn wir jetzt die ganze Zeit uns immer wieder die Pferde alle verkaufen, wieder neu kaufen. Da habe ich einfach mal alles investiert, was wir hatten, um auf die höchste Stufe direkt zu gehen. Dadurch haben wir jetzt aktuell nur zwei Pferde. Wir haben aktuell nur Patrick, der unfassbare Werte hat. Schaut es euch einfach mal an. Einfach unkommentiert. Schaut es euch einfach an. Das unfassbar krasse schwedische Warmblut. Und Zeus, das unfassbar krasse friesische Pferd erstmal. Aber hier schaut ihr aber Trott und Kante an. Oh mein Gott, ey. Denn ich dachte mir einfach, ey, was macht das für einen Sinn, wenn wir jetzt immer wieder von vorne anfangen? Dann lieber einmal, ab jetzt geht das Spiel richtig los. Warum geht das Spiel ab jetzt richtig los? Schaut euch an, wir haben den Trailer auf Maximum. Wir haben unser Haupthaus auf Maximum. Und ich habe übrigens auch den Season Pass durch. So schaut es jetzt aus hier. Wir können jetzt einfach mal unsere Pferde so ein bisschen optisch verschönern. Das heißt, verschönern, wir haben endlich mal jetzt unsere Ausrüstung ready, so wie wir dann jetzt final aussehen. Das heißt, jetzt geht das Spiel eigentlich erst los. So, mal Patrick anschauen hier. Ausrüstung für Patrick. So. Hep. Das wäre schön, wenn man da ein bisschen näher ranzoomen könnte. So. Nee, die sieht komisch aus. Aber das sieht doch ganz schön aus. Uff. Das schaut geil. Irgendwie schaut das ganz geil aus. So eine Art. Lass es einfach mal so. So. Ja, haben wir das jetzt drauf? Ja. Okay, perfekt. Denn jetzt müssen wir eben, wie wir es schon gewohnt sind, nochmal von vorne anfangen mit den Pferden. Die sind jetzt erstmal auch wieder auf Rang 5. Aber wir haben jetzt zumindest die Möglichkeit zu sagen, okay, ab jetzt bleibt das dann auch so. Dann können wir nämlich jetzt auch übrigens unsere ersten friesischen Sachen machen. Denn Zeus ist nämlich endlich da ein Friese. Und es startet jetzt schon direkt bei 557. Also mehr als jedes andere Pferd bei uns jemals hatte. So. Gucken wir uns doch mal direkt an, wie sich unsere neuen Pferde so machen. So ungewohnt. So. Aber jetzt geht's dann quasi richtig ab erst. Ich bin gespannt, wie wir uns jetzt mit den Pferden dann im Endeffekt schlagen wollen. Ab jetzt heißt es dann auch so, ab jetzt können wir uns dann langsam aber sicher Sachen freischalten. Wir haben nämlich den Season Pass durch. Wir müssen jetzt quasi nicht mehr großartig was verdienen, sondern ab jetzt geht es wirklich so daran, die Sachen halt freizuspielen. Das ist jetzt sozusagen für mich so das Late Game, was jetzt dann das ist, was richtig Spaß macht. Aber jetzt dann die Challenges dann nur noch haben.
Oh mein Gott, das war das falsche Hindernis. Ich dachte, oh mein Gott, ne, das war das. Es war das daneben. Zeus ist so krass, ey, der macht einfach mal ein Hindernis mehr. Und bleibt in der Zeit. So. Und der erste Qualifier jetzt für unsere Friesen. Na, bin ich mal gespannt, wie sich das dann jetzt. Das ist das erste Mal, dass wir den Qualifier haben für den Friesen. Wir hatten einfach noch nie wirklich einen guten Friesen. Qualifier direkt mit 0 Fehlern geschafft. Und wir gucken mal. Eigentlich hätten wir hier gelistet werden müssen. Schaut mal, mit dem Friesen hätten wir eigentlich hier Platz 5 irgendwo hätten wir sein müssen. Aber wir sind irgendwie nicht drin. Das ist komisch. Vielleicht müssen wir das nochmal machen. Wir sind jetzt zwar overqualified, aber trotzdem einmal machen. Und wir werden jetzt halt natürlich auch die Pferde, die uns gefallen haben, natürlich jetzt wieder in der besseren Version holen. Also Luna etc. Weil mir die Namen auch sehr gut gefallen haben, die wir ausgesucht hatten, teilweise. Aber eben, es macht ja keinen Sinn, die Pferde zu halten. Vor allem, da wir momentan auch nichts mit den Pferden machen können auch. Wow! 34-13, sind wir nochmal eine Sekunde schneller geworden. Aber wir sind nicht gelistet, wir wären eigentlich auf Platz 2. Ja, das ist anscheinend noch ein bisschen buggy. Aber wir haben einen richtig guten Friesen damit hier. Nice, nice Friese. Okay, wir können auch nicht mehr. Zeus ist damit schon mal sehr gut qualifiziert. Dann unsere schwedischen Warmblutpferde mit Patrick hier. Der mit 560 startet. Hatten wir Patrick nicht gerade das Gear gegeben? Ich guck mal gerade. Ja, genau. Das schaut aus, ey. Alter, springt Patrick nicht mega hoch? Kommt jetzt nur so vor? Das wirkt gerade mega hoch. Wow. Es kommt mir so vor, als wäre das unfassbar hoch. -30 ist auch schon mal ein guter Anfang. Da, damit sind wir gelistet auf Platz 16. Mit Patrick. Komisch.
Aber da geht auch definitiv mehr mit dem Pferd. Aber das ist ja auch noch von der Laune her gerade nicht so gut. Mach mal einmal noch. Ah, das ist schon heftig. Also die Power von denen, von dem Potenzial 700 ist schon krass. Patrick hat ja sogar schon 705. Es ist zu beweglich hier schon. Wow, eine 33er Zeit nochmal. 33, 63 jetzt schon. Ah, Patrick geht ab hier. Ja, Patrick ist jetzt schon auf Platz 8 hier. Super close zum nächsten. Nice, Patrick, ey. Also da merkt man schon definitiv, wie viel krasser die Pferde jetzt alleine schon sind. Das heißt, wir werden uns jetzt dann aber langsam aber sicher die ganzen Sachen aufbauen. Wir haben jetzt erstmal kein Geld und gar nichts. Aber wir werden dann jetzt auf jeden Fall mit den Pferden alles hoch trainieren. Gucken wir uns nochmal Patrick hier mal ein bisschen in der Reithalle an. Wenn wir den gut mal von vorne sehen. Boah, sieht voll schön aus. Da sehen wir jetzt Patrick mal. Ja. Gefällt mir. Oh. So zu reiten ist halt ein bisschen schwierig. Aber man sieht so das Pferd ganz schön. Ja, Patrick wird definitiv für mich so aktuell so das unser bestes Pferd sein. Mal gucken, ob wir. Oh, wow, wow, wow. Mal gucken, wie wir das noch besser hinbekommen. Weil es sind ja jetzt erst unsere ersten Pferde in dieser Art. So sehen wir das, so sieht man das sogar ganz gut. Ja, also ich bin gespannt, wie es aussieht. In der Richtung da mit den neuen Pferden. Eure Meinung dazu wie immer gerne in die Kommentare. Wie findet ihr die neuen Pferde? Und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. If we could see